So Leute, da sind wir wieder bei Vega Sith, Mesefi und Jutes. Hallo. Bei Resident Evil Revelations Nummer 2 und wir wagen die zweite Bonuskampagne. Eine kleine Frau. Und hier sind Sefi und Jutes. Moin. Und wir beginnen, die Fähigkeiten einstellen zu verteilen. Und wir haben ja letztens wieder Pünktchen bekommen. Yeah. Kurz kratzen. Ich hab Leute. Das wollte ich mir beim letzten Mal holen. Hatte nicht genug Punkte. Ich weiß es noch genau. Was ist das? Ach, die Angriffsstärke des Ziegelsteins. Huschen wir das nochmal auf. Naja, spielen wir gar nicht mit der Kleinen. Hm. Naja. So. Auf geht's! Yay! Ich bin natürlich auf einfach im Koop. Spieler 2. Das bin ich. Anders ersetzen. Auf geht's! Mein Fuß ist eingeschlafen. In eine kleine Frau reagieren die Gegner nicht auf die Fußgeräusche von Natalia. Aha. Okay. Viel Spaß. Natalia, ich bin Lotti. Freut mich sehr. Freut mich auch sehr. Lotti? Lotti, wo bist du denn hin? Was ist los? Natalia? Hä? Du siehst aus wie ich? Oh, ich bin du. Sag, warum bist du so aufgebracht? Ich finde Lotti nicht. Sie ist meine Freundin. Oh, was für ein Zufall. Sieh mal, ich habe einen Brief von Lotti. Welch wunderschöner Ladebildschirm. Mal wieder. Hey! Ja. Die rote Ecke oben ist weg. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht mehr. Sauerei, also wenn ich einen Ladebildschirm habe, dann würde ich auch einen mit roter Ecke, bitte, ja? Das war doch der einzige Lichtblick hier in diesem ewigen Schwarz. Ach ja. Schön, dass sich der Ladebildschirm mal so viel Zeit lässt. Tatsächlich, ich glaube, wir spielen jetzt Zwillinge. Oha! Weißt du, das schlag gerade so plump. Jetzt leidet er wahrscheinlich. Liebe Natalia, warum hast du mich zurückgelassen? Magst du mich nicht mehr? Ich bin jetzt so allein. Bin so traurig, ich könnte mir die Augen ausreißen. Ich hab sie nicht zurückgelassen. Würde ich niemals. Dann solltest du es ihr sagen. Sie hört sich an wie ein Bär im Abgrund. Vielleicht können wir Lottis Spur aufnehmen. Natalia verfügt in dieser Episode nicht über ihre Wahrnehmung. Wenn sie von Gegnern aufgespielt wird, ist die Mission gescheitert. Die dunkle Natalia kann sich frei bewegen, ohne vom Gegner gesehen zu werden. Sie kann außerdem den Aufenthaltsort von Gegnern spüren. Natalia gelangt zum nächsten Abschnitt, in dem sie Lottis Briefe findet. Haha. Naja, du bist quasi non-existent. Ein Monster. Was machen wir? Es bringt dich um, wenn es dich sieht. Das wird es nicht. Ich bin vorsichtig.
Wollte schon immer mal an Nutzlos als Natalia rumlaufen. Hier sind noch drei. Pass auf, da ist noch eins davon. Ich kann immer noch zeigen. Echt? Yay. Wo? Ich nicht. Ich kann sie sehen. Soll ich dir zeigen? Ja, ich zeige. Die dunkle Natalia kann Natalia die Position eines Gegners andeuten, indem sie mit dem Finger zeigt. Die dunkle Natalia kann jedoch keine Türen öffnen oder Objekte aufheben. Benutzen Sie die Fähigkeiten der dunklen Natalia, um Natalia zu ihrem Ziel zu leiten. Also er guckt die ganze in die Richtung, nicht vorbeiknautscht, weil er deine Schritte nicht hören kann. Müsste es eigentlich gehen. Geh mal davon aus, dass sie immer wieder blind sind und auf den es anderen ja Augen einfach nur 30% Sehstärke haben. Wie der andere, der 2 Meter vor mir stand und mich nicht gesehen hat. Oh, hier haben wir 2. Och, da könntest du dich eigentlich hier so vorbeiknautschen, hier so lang. Der hier bewegt sich nur. Knappt hier auch und ab. Ah, jetzt hat er dich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Du bist das denn? Ich hab das Bewusstsein vor Panik. Oh mein Gott. Vor Panik habe ich das Bewusstsein verloren. Wow. Ja, wie schön, dass die beiden Kampagnen schon vorbei sind. Mhm. Ich wünschte, ich hätte zumindest irgendwas, um die abzulenken. Ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich scheiße. Jetzt wird das so eine Trial and Error Phase. Das heißt, du musst gucken, sieht er mich nicht, kann ich mich vorbeischleichen, kann ich mich nicht vorbeischleichen, muss ich gerne alles ausprobieren. Vielleicht können wir Lottie Spur aufnehmen. Ja. Ja. Ein Monster. Was machen wir? Naja, das hier das ist ja. Um, das guckt ja doof, die. Das sind 2. Das wird es nicht. Ruhig. Ich bin vorsichtig. So, der hier hat dich ja gesehen. Nimmst du? Was? Wie hat der mich jetzt gesehen? Da bin ich doch letztes Mal so gut dran vorbeigekommen. Wie hat der mich jetzt gesehen? Keine Ahnung. Alter, ist das ein Kack. Das wird eine lange, dämliche Kampagne. Reise. Ich sehe es jetzt schon. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, weil es scheinbar total random ist, ob die Gegner einen sehen oder nicht. Das wäre doof. Ich bin genauso lang gecrouched wie beim letzten Mal. Ein Monster. Was machen wir? Es bringt dich um, wenn es dich sieht. Vielleicht müssen wir jetzt warten, bis dieses scheiß Zeigen-Gedöns kommt. Glaube ich nicht. Also ich kann direkt hinter ihm vorbeigehen, das sieht er nicht, ne? Aber hier um die Ecke, da sieht er mich, ne? Wattenscheiß. Pass auf. Da ist noch ein so, jetzt sehe ich die nicht. Echt? Wo? Ich sehe nichts. Ich kann sie sehen. Soll ich dir zeigen, wo? Aber es ist total. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe keine Angst. Die können mir nicht wehtun. Linke, Patrick ist da. Ich mache mir ein Sandwich mit weißem Kastenbrot. Ich trau ihm da nicht, wo den du da anguckst. Na, ich würde sagen, dass du hier genau an den Wand entlang. Ich glaube, der hier ist tricky, der hat dich nicht letztens erwischt. Der dreht sich, glaube ich, gleich um. Na, ja, er kommt hier wieder so lang geschippert. Ey, yo, man, gib mir High Five. Genau, du. Ich hoffe, der sieht mich hier hinter nicht. Na, er dreht wieder um. Dann kannst du... Wenn du dich so eine Wand entlang eigentlich vorbeiknautschen. Ich weiß bloß nicht, wo er hier jetzt hinguckt. Ich guck mal eben kurz, wo er hinkommt.
Wo guckst du nicht hin? Ach, du guckst die Wand an. Ich hoffe, dass es dein voller Gesicht ist. Ich erkenn's grad nicht so gut. Ja, ich bin hier schon im Nebel verschwunden. Ideen kommen noch. Da oben ist noch einer. Wenn er noch hochknautscht. Ist das fies? Na, wenigstens ist das hier ein Speicherpoint. Mal sehen, was machst du hier so Schönes? Du guckst dir die Wand an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was soll das denn funzen? Wie soll das denn gehen? Da musst du dich ja hier von Kiste zu Kiste knautschen. Ja, muss ich dann wohl. Und dann geht er aber bis hier vorne hin. Das ist ja kein Problem. Ja, aber du musst ja an den vorbei. Ach, das krieg ich schon irgendwie hin. Kommt er jetzt her? Ja. Gut. Ich sehe das nämlich immer so schlecht von hier. Jetzt dreht er sich wieder um. Er schiebt mich. Na, wenn du... Na gut, ich will gerade, wenn du schnell bist, aber wenn du... Da um die Ecke muss ich, ne? Ja. Hallo. Jetzt gehen wir wieder zurück. Sehr gut. Schön, dass sie hier alle quasi blind sind. Ich gehe mal lieber voran. Ich bin ich. Das sind die Alten. Aber wie ist das möglich? Wen kümmert's? Mach dir lieber Sorgen um Lottie. Sie ist alles, was dir bleibt, nicht? Hm. Naja. Fall dir den mal an. Crouchen ist Spaß. So, wie gehst du? Der geht hier nur hoch und runter. Ach, da kann ich wahrscheinlich hochgehen. Wie scheint auch nur der eine. Jetzt dreht er sich wieder um. Ich bin auf den geilsten Weg lang gegangen. Scheiße, ich die nicht ablenken kann. Das ist mir zu riskant. Ich warte, bis er wieder zurückgeht. Ja. Warten Spaß, warten Spaß. Ich tanze ein bisschen. Jetzt. Yeah. La 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 la. So, er geht wieder zurück. Vertraue dir mein Leben an. Warum soll ich dich anlügen? Hab ich auch nichts von. Ich sag's nur. Also hier ist erstmal nichts. Na gut, dann kann ich hier laufen. Was ist das hier? Ah, bleib in der Nähe. Bleib, wo ich dich sehen kann. Mach ich. Kann ich auch nicht aktivieren. Dann geht's hier runter. Pass auf, knautschen. Ich komme mal kurz hier um die Ecke. Oh, hier kannst du auch runter knautschen. Das ist noch... Ich palle den mal an. So, mein Freund, was musst du hier heute so? Ist klar. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich schätze mal, du musst hier die Treppe hoch. Und dann gehst du hier so rüber. Ja. Dann kannst... Musst du irgendwie, aber das macht keinen Sinn, weil hier eine Treppe ist. Du kannst hier nicht einfach runterspringen. Hier runter? Ja, und dann knautschst du hier diese Geländer entlang. Hab ich gesehen. Na scheiße. Oh, der konnte hier rüber sehen? Ja, durch die Kisten. Um die Ecke.
Du bist echt erlebt. Der muss Argus-Augen haben, sagt. Das war keiner der Produzenten. Nein, das muss ein Praktikant gewesen sein. Der einen Tag da war. Wahrscheinlich die ersten 5 Minuten. Der kam wahrscheinlich frisch vom Schützenverein oder so. Wahrscheinlich. In ihm schnummert auch ein kleiner Pierce. Ja. Vielleicht war es auch eine Sie. Naja, war es auf jeden Fall genau das richtige Wort. Richtig. Bleib in der Nähe. Bleib, wo ich dich sehen kann. Lieber hier runter. Kann ich mich lieber an der Wand halten. Ja, kein Ding. Ich dachte nur, weil dieses Ding davor ist und du so am Knautschen eigentlich so... Na, wahrscheinlich hat er mich gesehen, weil ich auf der Treppe ein bisschen höher stand. So. Und er muss sich dann genau in dem Moment umgedreht haben, mich gesehen haben, als ich noch über der Kiste war. Na, er steht eigentlich immer gleich. Ich weiß bloß nicht nahe, nicht weiter, wie du hier runterkommen sollst. Weil hier ist zwar eine Treppe, du kannst ja nicht eine Treppe benutzen. Wie hat der mich jetzt gesehen durch die Kiste? Alter, was ist das für eine KI? Tja. Also das ist wirklich nice. Gegner, die durch Wände sehen können und dann in ein Schleichspiel. Thumbs up. Das sind die Zutaten für das beste Schleichspiel aller Zeiten. Splinter Cell ist grüßen. Ja. Vor allen Dingen, dass du gleich tot bist, wenn die einen sehen. Anstatt, dass man immer wegrennen und irgendwo dich verstecken kannst und irgendwie so eine gewisse Zeit, wenn du nicht gefunden wirst, dass sich das dann das wieder zurückgehen bleib oder so. Ja, das ist total übertrieben. Bleib, wo ich dich sehen kann. Ich meine, was hat die für schwache Nerven? Oh mein Gott, da ist ein Monster. Ja. Ich würde ihn gerne einfallen. Vor allem finde ich ja schade, dass ich den nicht irgendwie ablenken kann oder so. Ja, du bist irgendwie total nutzlos. Ja, ich kann ihn nur so quasi anvisieren, damit du ungefähr siehst, wo er langläuft und so. Ach, der hat mich wahrscheinlich durch den Spalt hier gesehen. Das kann gut sein. Meine Güte, ich wusste nicht, dass die um die Ecke sehen können. Chamäleon-Augen. Echt? Das muss wirklich der Praktikant sein. Na, wie gesagt, das Problem ist jetzt hier die Leiter. Ich habe keine Ahnung, ob er dich da wahrnimmt. Ja, ich muss da ja runter. Ich habe ja keine andere Wahl. Wenn die eh meine Schritte nicht hören. Ja. Ist das ja ein Kack. Ich hoffe, die Episode ist nicht lang. Ein Licht am Ende des Tunnels. Geh nicht, Judith. Ach komm, Judith, lass gehen. Erinnerst du dich, was auf dieser Insel passiert ist? Nein, nur, dass es etwas Böses war. Ach. Ach ja. Ganz im Ernst, würden wir das nicht let's playen, ich hätte hier schon keine Lust mehr. Ich würde dir gerne anpeilen. Alter, lass mich dich anpeilen. So. So, er geht zurück. Immer noch. Immer noch. Na, lieber Onkel, gehen wir spazieren. Wo muss ich denn lang? Ich schätze mal... Natürlich an dem Vieh vorbei. Wahrscheinlich hier so runter. Wahrscheinlich. Aber hier ist nix. Er dreht wieder um. Ich bin nicht da! Nein, nein, nein! Achso, das ist Fern... ein Lämpchen. Ich wollte sagen, ein Fernseher. Bin ich da? Ja, ja, sieht gut aus. Soll ich hier hoch? Ja, ne? Ist egal. Du musst da gleich rechts.
kommt zurück. Hier läuft ein großzügigen Bogen. Ach, das ist die Kanalisation, wo wir sind. Mhm. Hallo, ich bin Kiditz. Cool. Ja? Ja? Ja, auch das müsste reichen. So. Alles Paletti. Hier rum? Ja. Wir müssen aber erstmal cutten. Okay. Der Part ist nämlich schon wieder vorbei. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.